Okay, let's try. Was macht denn der Eternal D6? Der hat nur zwei Aufladungen, oder was? Oh Gott. Ah, Moss Week ist schon mal nett. Nehme ich mit. Sweet Rock, direkt mal einen Zehner abgegriffen. Easy. Apollyon ist halt, also zumindest früher war Apollyon ein recht easy Char mit der Void, ne? Weiß nicht, wie er jetzt ist. Blue Hearts. Direkt Restock? Restock ist kacke geworden, ne? Mit Lost bringen wir ja eigentlich nur die richtigen Items, was? Nicht die Herzen und so. Ja, morgen auch wieder um die Uhr. Normalerweise. Außer ich bin zu müde vom Arbeiten. Donnerstags ist immer so, ich muss donnerstags halt ins Büro. Weil ich darf donnerstags trotz Pandemie ins Büro. Und da ist immer ein bisschen risky, ob ich dann abends noch fit genug bin zum Streamen. Aber grundsätzlich ja, montags bis donnerstags eigentlich immer. Freitags fast nie. Und Samstag, Sonntag 50-50. Ja, und eigentlich immer abends um die Uhrzeit. Weil tagsüber halt Kids, ja, Bau, Haus, Arbeit, was auch immer. Down. Aber ja, morgen ist angedacht, auf jeden Fall. Hi, Oli Cap, grüß dich. Auch eine Tochter bekommen vor 5 Wochen. Oh, herzlichen Glückwunsch nachträglich. Ja, ist ja bei der Stange. Ja, das wird noch schlimmer. Kann ich dir sagen, das wird noch schlimmer. Famine. Famine. Hallo, Famine. Oh, der blaue Famine geht ja so ein bisschen nach unten, ne? Immer. Genau das ist gefährlich. Aber ein Orbital ist schon mal gut. Immer gut Safety. Gute Arbeit. Kann man auch sagen, aber heute ist so ein Tag. Irgendwie sie ab, fertig. Fängt direkt an zu schreien an. Aber im Arm geht's. Ja, das kenne ich. Schönen Gruß an deine Schulter. Schönen Gruß an deine Schulter. Und ja, ruhig heben, ne? Immer schön und immer schön verkrampft den Hals, ne? Und so. Geil, ich kenn's. Ja, habe ich den Eternal 6 gar nicht gebraucht. Okay. Ich weiß nicht, was der macht. Ob der einfach besser ist? Ich glaube auch nicht, dass das ein Item ist. Ich weiß es nicht. Warte mal, der heißt doch Eternal D6, ne? Ich gebe es einfach mal ein. D6. Eternal D6, da ist er doch. Upon use, this item acts
identical to the D6 item. However, the item also has a 50% chance to disappear. What? The chance to delete the item scales with your luck stat. At +10 luck, the chance goes all the way down to 5%. What? Okay. Also entweder ich rerolls oder es geht weg, das Item. Naja gut, ist kein Drama. Man rerollt ja eh nur Sachen, die man nicht will. Ne? Okay, ist auf jeden Fall besser als der D4. Ne? Den er vorher hatte. Also, Lost ist ein bisschen gebufft. Schade, schade, war ein guter Kampf. Wie ist es ausgegangen? Was ist? Ich habe nichts mitbekommen, Kasur. 1-1. Oh, das von denen. Oh, shit. War ein Feuer von denen. 2-1 verloren. Am Ende. Ja, gut. Darum geht es ja dann nicht, ne? Kennt man ja. Hinten offen und so, ne? Oh, Jesus. Sag ja, es geht schnell. Lost muss man sich erstmal wieder einspielen. Oh, und dann mit dem neuen Schatzspeed. Auch nicht zu verachten hier. Man kann stolz sein. Warum? Ein Tag später als Bayern rausgeflogen zu sein, oder was? So ein Mist, dass ich PS4-Spieler noch auf den... Ja, stell dir mal vor, du bist Xbox-Spieler, dann hast du wahrscheinlich gar keine Chance. Obwohl das DLC vielleicht als DLC, also als Download, ne? Aber als Hardcover-Version gibt es das nicht für Xbox. Zumindest nicht angedacht, laut Homepage. Bin mal gespannt, wie der... Was wollen sie denn beim anderen Lost jetzt noch krasser machen, ne? Kann ich mir auch noch beim besten Willen nicht vorstellen. Ich meine, klar, der D6 war halt ein super Buff für Lost. Ne? Das muss man einfach sagen. Aber und D6 macht auch... der D6, Entschuldigung. Der Holy Mantle war ein super Buff. Aber was willst du denn machen? Also ich meine, du kannst ihm vielleicht noch Fliegen wegnehmen. Du kannst ihm Dings wegnehmen. Wie heißt's? Ja, dass er durch Felsen schießen kann und so, ne? Spectral. Aber was willst du ihm denn sonst noch wegnehmen, dem armen Kerl? Der hat ja eh nichts. Oh. Oh, das ist Burning Basement 2. Ich brauche einen Schlüssel auf jeden Fall. War auch. Hier kriegen wir mehr als 3 raus, hoffentlich. Nein, nur 2. Super. Damn. Iron Bar. Corrosive Tears. Im Herbst erst. Drittes Quartal heißt's. Drittes Quartal. Gegen City so verkauft zu haben. Vorher hat niemand was von uns erwartet in dem Spiel. Man kann sich auch schön reden. So. Ah, Roffel. Shielded Tears. Okay, nehmen wir mal. Roffel, den Eternal D6 in den D6 rerollt, ne? Geil. Shielded Tears, jetzt brauchen wir halt richtig gute Tier Rate. Dann bringt Shielded Tears was. Mit Polyphemus oder so brauchen wir jetzt gar nicht mehr nehmen. Proptosis, ich weiß nicht welcher. Der halt so den Shot so langsam macht. Oder Eve Eigenrauch brauchen wir auch nicht mehr nehmen. Also hier den Eves Mascara, ne? Jetzt brauchen wir Tier Rate. Scheiß auf alles andere. Tier Rate, Tier Rate, Tier Rate.
Okay. Super Secret noch. Vielleicht kriegen wir ja den Super Super Secret Raum. Das wäre geil. Da erstmal Cricket's Head dann drin. Ah. Okay, let's go. Oh, Jesus. Okay, ist aber der Netherrack, man. Aber selbst der kann ich halt zweimal hitten, ne? Wow, Shield and Tears, danke. Einmal im Discord geantwortet. Die Bayern-Fans sind echt schon komisch. Ja, der lässt sich jetzt ein bisschen ausbluten. Ein HP ab. Danke. Ist mit Lost natürlich das Beste, was du kriegen kannst. Danke. Yeah. Das habe ich schon gehört. Es ist irgendwie so, du darfst eins dir aussuchen, ne? Ja, natürlich Knife. Eins aussuchen und die anderen... Aber Knife wurde auch... Boah, guck mal. Das ist die Max-Range von Knife. Ich bin ein schneller Run, sage ich euch, aber ist halt so, ne? Was willst du machen? Der erste Lost Run seit Jahren. Gott, ist schon vorbei. Tier ist ab. Ob man jetzt als Lost direkt durch den Spiegel kann? Mal gespannt. Gott, spawnt der in mir drin. Oh, ich darf das hier rein jetzt. Nur jetzt. The Wiz. Oh, das macht mich langsamer, noch langsamer. Nee. Oh ja, es geht echt. Cool. Small Rock macht mich auch ein bisschen langsamer, wenn er droppen würde. Aber trotzdem gehen. Kein Schlüssel mehr für Shop. Bosszeit. Ich muss erstmal hier gucken. Vielleicht kriege ich noch eine Battery oder einen Schlüssel. Okay, wer ist es? Oh, der geht sogar. Boah. Dann wieder ein HP ab. Alter, was ist das hier? Perfection. Luck way up. Oh, luck way up. Alter, auf 10. Und da ich minus 1 hatte, auf 9. What the fuck?
Wäre für den Eternal D6 jetzt richtig nice gewesen, dann wären die Chancen nämlich auf 5% runter gewesen. Nee, für Matchbook nichts. Oh Gott, wir sind lost. Jetzt wird's spannend. Balls of Steel. Okay. Spiel. Jedes Mal, wenn der Holy Mantle brockt, ne? Nach einem Hit müsste das Trinket aber weggehen. Ja, aber der Holy Mantle Hit zählt ja anscheinend nicht. Und somit habe ich es bis zum Ende, also bis ich sterbe, ne? Der Holy Handle macht ja keinen Schaden, ne? Ich nehme das und reroll das hinten im Shop nochmal, glaube ich. Ratsche ich halt schneller voll, dann kann ich schneller weit werfen. Das ist okay. Bobby Luck halt. Ja, abwarten, abwarten, abwarten. Lost ist sehr schnell vorbei, ne? Ihr kennt's ja. Ihr kennt's ja. Ist wie Keeper. Sind halt Chars. Die kann, da kannst du so gut laufen, wie du willst. Wenn du ein bisschen Pech hast. Was im. Was hier oder was beim Boss? Ey, das lasse ich. Das kann ich mir später angucken, falls es soweit kommen sollte. Ich reroll lieber beim Boss. Hier können wir noch reingucken. Starter Cables sind auch nicht schlecht. Aber ich brauche halt zwei Bomben. Für das Knife Piece, das zweite, und für den extra Devil, extra Blind, für das extra Blind Item. Die will ich jetzt eigentlich nicht verschwenden, nur für Starterkabel. Richtig. Macht irgendwie bei jedem 13. tot, Gegner tot, ne? Irgendwas. Pech habe ich nicht, das stimmt. Gain Damage up, nice. Die zweite Bombe, ist das schon mal gut? Luck up lasse ich schon mal, ne? Luck up behalten wir schon, aber wir können das hier vorsorglich dann gleich schon mal
irgendwo hinlegen. Das Trinket. Wir eh machen. Dann haben wir schon mal eins im Itemraum liegen. Hier ist das schon der Itemraum. Ja. Okay. Hat jemand schon mal seit Repentance in einer normalen Kiste Batteries gefunden? Nee, ne? Die gibt's nicht mehr in normalen Kisten, oder? Nur die Mini-Batteries habe ich schon gefunden, aber normale Batteries? Nein. Ja, achtet mal drauf, die sind nicht da, die gibt's nicht mehr. Böse Gegner mit Messer. Böse Messergegner. Hier haben wir 4 Bomben. Dann geht eine hier rein. Ja. Lalalalalala. Oh, Rotten Babies. Easy take. Es war auch ein bisschen gefährlich manchmal. Ja, wenn es direkt loslegt, aber du hast auch Spinnen. Die Spinnen sind genauso gefährlich. Aber mit dem Knife muss man halt schon aufpassen, ne? Knife ist halt... Man muss immer überlegen, was hat man vor. Und gegen Beast ist es schon okay, aber es ist jetzt nicht OP, weil halt gerade gegen die Reiter Spreaded ist da besser. Das hat man eben gesehen, ne? Und wir haben jetzt halt nur so ein Messerchen. Ja, das ist schwierig. Das wird schwierig. Aber erstmal so weit kommen, ne? Dann können wir weitersehen. Wer weiß, was bis dahin passiert. Shot Speed up, Range down. Toll. Genau das Richtige. Genau das Richtige mit Messer. Ja, gib mir doch noch ein Range up und noch ein paar Herzen. Gut. Oder ein Tears up. Range up ist ja sogar okay. Aber Tears up ist auch okay, ne? Bin schon weitergekommen, als ich gedacht habe. In meinem ersten Lost Run. Pretty fly. Zucker. Pretty fucking fly. Nice. Noch eine und dann sind wir schon mal zumindest safe. Aber wir haben ja schon den Orbital. Okay, das heißt,
Gegen Shots sind wir schon mal safe. Das ist schon mal schön. Alter, das dritte Mal ein HP ab. Ja, Flight. Super. Danke. Danke. Wuhu. Okay, ein Damage up ist nice. So, hier werden wir jetzt sterben. Weiß ich ganz genau. Hier werden wir jetzt sterben. Weil es hier einfach immer noch Räume und Gegner gibt, die man einfach nicht kennt und dann halt mal einen Schaden bekommt, ne? Aber Curse of the Blind, ja, okay. Wir gehen erstmal hier rein. Close. Ja, danke. Was gibt's hier für ein Item? Aber wir sehen es ja nicht, okay. Ja, mit diesen Gegnern werde ich immer meine Probleme haben. Ich weiß gar nicht warum. Die sind eigentlich gar nicht schwer, aber ich verstehe nicht, wie die fliegen. Das hängt mir zu hoch. Oh nein, es war ein Battery. Shit. Achso, ich sehe es ja eh nicht. Okay, ich nehme hier eh nichts mit. Scheiß drauf. Wir sind ja stark genug, um alles zu machen, ne? So ist es ja nicht. Alles gut. So, wird es dieses Mal funktionieren? Gutes Trinket. Aber ich bleibe bei meinen 10 Luck. Vielleicht haben sie es ja so gemacht, dass der Luck die guten Items im Pool erhöht. Oder so. Man weiß das ja nicht, ne? Sowas ist ja nicht bekannt. Beam Sail? Quarter, okay. So, jetzt gibt mir Damage gleich Power wieder. Dann haben wir wieder 86 Münzen. Und wegen nur das erste Mal. Das zweite Mal hatten wir genauso viele Münzen. Das dritte Mal auch jetzt. Und wieder. So, wir machen mal den Boss. Oh, ich glaube, das ist der Great Gideon wieder, oder? Oh, jeez, wir sind so tot.
Oh Gott, das ist ein Kampf. Ihr Sub wieder. Ich habe einen 5er Tier-Rate. Was soll ich damit? Ah, gib mir Damage. Ein Devil Deal. Eigentlich hier drin. Oh, noch mehr Herzen. Zu schneller Run, ne? Aber es geht halt auch schnell vorbei. Also man droppt nicht langsam runter, sondern es macht plötzlich zack, zack. Schnelles, kurzes Ende, so wie es sein soll. Oh, jetzt... Ich bin echt am überlegen, ob ich mit Lost da oben das Knife... Obwohl, wir können ja fliegen, ne? Ja, dann. Dann müssen wir das Mom's Knife Piece holen. Ich habe das 10 Dings-Trinket gegulpt. Nice. Wir haben jetzt immer 10 Luck. Und wir haben die Hanged Man liegt hier rum. Lol, das ist auch. Die ist 100% ist das immer eine Hanged Man, weil die kriegst du ja nur, wenn du fliegen kannst. So großartig. Danke für diesen geilen Show. Weltklasse, ne? Edmund. Kleiner Träumer. Kleiner Tagträumer hier. Was haben wir hier? Ja. Seht ihr was? Gar nichts, Leute. Und wir dürfen ja sogar einmal getroffen werden, ne? Das war schwer. Wie soll man denn mit Lost eigentlich zu Mother runterkommen? Frage ich mich gerade. Weil da kriegst du ja Schaden. Und du kannst wahrscheinlich einmal rein, wieder raus, wieder rein. Wahrscheinlich, ne? Läuft gut? Ja, das ist bei Lost nimmt man das immer so an. Aber ja, ist okay. Kann mich nicht beschweren. Läuft besser als erwartet für den First Run. Yeah, und hier ist ab, was nichts bringt. Nicht mit Amnesia. Shit. Ich sollte keine Pillen mehr nehmen.
Bin ich. Okay. Ich habe gerade. Ich habe zwei Flüche, weil ich das, weil ich die Pille genommen habe. Okay, okay. Sagen, warum habe ich denn zwei Flüche? Aber ist okay. Verstanden. Hab's verstanden. Noch mal ein Tiers ab. Mich mit. Harlequin Baby, super. Ah, da haben wir mal Damage. Macht auch noch mal ein bisschen Damage. Ich werde sterben jetzt. Oh, Glück gehabt. Kann ich. Ja, aber dann müsste ich dort drin Bosse kämpfen. Bekämpfen. Weißt du? Will ich eigentlich nicht. Es kann jetzt eigentlich nichts mehr großartig kommen, was mich super verbessert, ne? Außer irgendein Devil Deals oder sowas. The Fool. Ich glaube, hier war nirgends mehr irgendwas, ne? Ja. Warum leuchtet das nicht? Normal leuchtet das immer. Normal leuchtet das immer. Ich habe zumindest schon mal keinen Curse. Auch wir werden jetzt so sterben. Wieder ein Tiersab. Jetzt so viel Unerwartetes hier passieren. Den Raum kenne ich schon. Ist easy. Gehen wir rein. Ja, komm. Nicht entschuldigen, kein Sorry hier, alles gut. Man kann es ja trotzdem rerollen, stimmt ja, ne? Gott, was ein Arschlochraum. Gott. Ich habe vor, du hast kein gutes Bild hier. Die Super Creeds sind schon durch, ne? Wow, 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 wow. Gönn Yamin doch mal was.
Ich meine, das hier sind nochmal 5 Bomben. Ich kann es rerollen. Ich werde das ja auch noch kaufen, auch wenn ich es nicht mitnehme. Auch wenn die super ist. Aber ich habe halt mein Messer, ne? Das macht genauso viel Schaden. Hibbel. Archer. Broken Modem. Hat die das verändert? Oh Gott, da steht viel Text dabei. Pauses random enemies to lag at random intervals. Causing them to freeze in blaze for a second. The lag effect can also apply to tears. Ich weiß halt nicht, ob das noch das Richtige ist oder ob das geändert. Ich habe irgendwann mal gehört, das wurde geändert, aber mir halt nicht sicher, ne? Dementsprechend eher nicht aufnehmen. Sieht hier noch was? Ah ne, da werden bloß die Dinger hier in der Mitte frei. Okay. Oh. Danke, Fliege. Spinne. Blue Map haben wir schon. Was soll der uns geben? HP abbringt nichts. Keine Experimente? Nee. Deshalb. Es haben schon ein paar. Ich meine, ich habe sogar bei Last Fest gehört, dass er gesagt hat, irgendwie ihm gefällt das. Mal, vielleicht kriege ich noch eine Aufladung. Kann nochmal rerollen. Ich hoffe nicht, dass wir jetzt sterben. Das wäre jetzt ein bisschen blöd, aber kann auch passieren. Ja. Zwei Aufladung. Die Viecher sind so ultra fies. Ich werde aber im Shop, glaube ich, rerollen. Oder im... Ja, ne? Im Endeffekt ist es wahrscheinlich egal. Ha! Ja, danke. Jetzt auch nicht mehr. Ja, wir werden Beast. Ich sage euch jetzt, also, das werde ich nicht schaffen. Mit dieser Konstellation, ich brauche ein Überbild mit Lost, um Beast zu schaffen. Aber Lost freischalten wäre halt schon geil, ne? Den neuen Lost, das wäre halt schon sick. Ja. Warum nicht? Sagen wir mal so, ne? Brauche ich auch keine. Die nehme ich eh nicht, wenn ich Messer habe. Ein paar vielleicht. Okay, ich nehme sie ja, die Bomben. Ist ja okay. Okay. Let's go. Dass wir mit Lost überhaupt so weit kommen, ist ja schon ein Witz, ne? So, jetzt wird's spannend. How can you have spent our savings? Die können nur chargen, oder? Machen die noch was anderes?
Ich sag nix, ihr wisst Bescheid. Oh, ich muss an den Crack Key denken. Habe ich irgendwo in einen Itemraum gelegt oder Bossraum. Das heißt, wenn die zwei durch sind, kann ich hoch. Ja. Da ist er Vater. Doch schon. Ah, das will ich gar nicht, aber ich kann es rerollen. Da kommen dann nach hinten Messer raus. Ist das gut? Ist das egal? Ja, das ist egal. Dann nehmen wir das. What the hell? Passiert das jedes Mal? Oder ist das... Oh, das, nee, das ist nur Glück. Aber wir haben ja 10 Luck, ne? Deswegen passiert das ja wahrscheinlich jedes Mal. Fast jedes Mal. Okay. Einfach nur ins Bett, Leute. Das ist der erste richtige Nervenkitzel-Run. Ne? Wo du, so, das erste Achievement, wo du denkst, ja, okay, es könnte passieren. Du versuchst gar nicht so drüber nachzudenken. Da ist noch ein Crack-Key. Ich will gar nicht in diese Special-Türen rein. Downpour. Okay. And become saved. Let his light inside you cleanse your soul. You are insane. You are taking this too far. Did you hear how you sound? Pray with me. Pray for your salvation. Come, pray with us, Isaac. Das bringt auch nichts. Panic gleich Power. Obwohl, bringt mir das was? Normal macht das doch, wenn du je weniger HP du hast, umso mehr Schaden machst du, ne? Oh, ich habe die Big Bombs. Ein bisschen aufpassen. So, jetzt hier noch irgendwie fettes Trinket. Was kann das? Was denn für ein schönes Trinket? Das kenne ich noch gar nicht. Doch hier. If your active item is fully charged, bringen wir hin. Then you take damage, it will automatically activate. Okay, das bringt mir gar nichts. Er kann Damage kriegen. Ja, bei Platinum Gold, richtig. Macht der Lipstick. Black Lipstick. Increases the chance for Black Hearts to spawn. Okay, auch irrelevant. Also,
Natürlich könnte ich jetzt das Geld behalten, um zu hoffen, dass ich wirklich Money gleich Power bekomme. Aber ganz im Ernst, das ist so unrealistisch, dass es eigentlich nur heute passieren kann, ne? Chariot, ne? Ey, ich habe 10 Luck. Ist das nicht Luck-based, ob da was rauskommt oder nicht? Das ist, ja. Oh, warte mal. Sieht man mit Ansys jetzt hier die ganzen Räume außenrum? Nee. Das wäre geil. Golden Razor has appeared in the basement. Okay, weil ich... Oh, nice. Weil ich dem so viel gespendet habe. Ja, das ist cool. Loki's Horns waren ja richtig sick jetzt. Jetzt haben wir halt 16 Messer, ne? Fast bei jedem Schuss haben wir 16 Messer. Jetzt hier rumfliegen. Das ist geil. Was macht das? Airpin. Das lädt mein... Entweder auf der nächsten Ebene oder wenn ich... Ich glaube, wenn ich zum Boss komme, ne? Ja, start of each boss fight. Kriegt mir aber mit dem D6 nichts und mit der... Mit dem hier... Mit der Furzbohne auch nicht. Also, scheiß drauf. Rack Key haben wir, ja. Aber es könnte was werden, dass wir zumindest freischalten. Okay. Das sind Karten. Brauche ich jetzt nicht. Geil ist schon, dass wir von allen vier Seiten Damage machen, ne? Das ist halt schon sick. Oh, 11 Luck. Puh. Da weiß ich nicht, wie das ist, ob das Holy Mantle rockt. Oder ob ich direkt down bin. Gehe ich lieber mal nicht ran. Hand, ja. Machen wir noch schnell Guppy, ja? Hi. Scheint sind die gerne hier. Die Beggars. Oh, ich könnte echt mit Left Hand hier dran spielen. Da hätte ich 20 mal die Chance auf Guppy, weil, ganz ehrlich, was will ich denn noch? Für Notfall noch so ein Curved Horn. Hm? On a pretty fly. Oh oh. Okay, okay, nicht treffen lassen jetzt. Okay. Eine Ebene, da haben wir Lost, Tated Lost freigeschaltet, Leute. Dann ist der Rest ist einfach nur noch geil dann. Wenn wir das auch schaffen würden, ey. Glaube ich nicht dran, aber nicht mit dem Bild. Aber erstmal da hinkommen jetzt.
dürfen uns nochmal ein Trinket ergamblen. Okay. Bin dabei. Nein. Short Fuse. Faster Explosions. Nee. Wo ist denn... Ach, hier liegt's. Das ist ja vom Prinzip dasselbe, aber nur ab und zu, oder was? Weil das gibt's ja auch als Trinket. Bouncing Ball, nee, brauche ich auch nicht. Nee. Glaube ich mehr Schlüsseldrops, oder? Oh Gott. Danke, Spiel. Den habe ich echt Angst. Okay, das könnte auch ein bisschen lucky sein. ja. Nehmen wir den halt noch mit, ne? Wir haben Tainted Lost freigeschaltet. Geil. War gar nicht so schwer. Dankeschön. Wenn ich mich jetzt nicht verklicke. Da liegt er. You unlocked the lost. Und 4 Schätzchen. So, und jetzt geht's los, Leute. Aber egal, ganz ehrlich, ich gehe nicht davon aus, dass ich es schaffe, dementsprechend. Ne? Das müsste jetzt... Ich werde allein schon jetzt wahrscheinlich zweimal vom Brimstone getroffen oder so. B1 durch. Oh, Jesus. Down. Ob ich jetzt Double Holy Mantle habe? Ist das hart?
Ist das hart. Boah, ist das hart, Leute. Da musst du den Kampf noch ein bisschen besser kennen, ne? Einfach. Was? Aber wir haben Dix freigeschaltet. Das ist das Wichtigste erstmal. Das ist crazy. Hätte ich nicht gedacht, dass das direkt geht. The Lost. Better Items. No Mantle. Wir gucken rein. No Mantle? Wirklich? Was heißt Better Items? Okay, wir haben die Holy Card. Das heißt, wir haben einmal Holy Mantle. Wir haben schon mal gut... Okay, ansonsten ist er identisch. Aber was bedeutet denn Better Items? Das bedeutet wahrscheinlich, es gibt Items... Entweder haben sie von Items die Drop Chance verringert, so damit wir bessere Items bekommen. Nur was heißt besser? Weil bei Lost gibt es ja auch Sachen, die halt gut sind für Lost, obwohl es eigentlich ein Kack-Item ist. Aber für Lost ist es halt gut, ne? Keine HP-Items heißt das. Okay, Better Items. Hahaha. Ist gesehen? Better Items. Mhm. Aber allein schon kein Holy Mantle ist halt brutal einfach nur. Ist halt back to dem anderen Isaac, ne? Von früher, dem Flash Game. Bist ihr da sicher? Heißt das einfach das? Sonst nichts? Oder ist das jetzt eine Vermutung? Oh, war cool, ne? First try. First try Lilith heute. First try Lost. Also zumindest die Freischaltung. Anderes erstmal optional. Und First try Lazarus heute. Drei Stück. Ja, das ist natürlich mal richtig geiles geiles Item. Bisher stimmt's, was Herbie sagt. Ein HP-Items. Geil. Was ist denn der Raum hier? Ich spiele nur noch ein bisschen jetzt hier rum, ne? Muss ja einmal getroffen werden, ist tot. Also, wir haben ja nicht mal einen Mantel. Wir haben ja gar nichts. Ich glaube auch nicht, dass man für die neuen Charaktere noch Sachen freispielt irgendwie. Ich glaube, die sind einfach so, wie sie sind, ne? Warum sind denn da oben die Dinger explodiert? Ich will wissen, was Better Items bedeutet. Die One. Yeah, ist mit Lost natürlich auch ein ganz großes Kino. Holy Card, dann schaffen wir den Boss vielleicht noch. Stark ist er, ne? 455 Damage von Anfang an. Ist okay. Okay. Yes. Die Drop Chance auf Holy Card ist anscheinend extrem erhöht.
Wir haben Brimstone. Einfach mal, ne? Ich will einfach mal ein paar sehen, wie so die Itemvergabe ist. Lost macht einfach Spaß, ne? Fliegen plus dieses Fliegen plus dieses Spectral und du darfst nicht getroffen werden. Diese Kombination ist einfach so geil. Nur was die da mit den Items gemacht haben, keine Ahnung. Da müssen wir mal noch gucken, ob das Sinn macht alles. Jetzt erhalte ich mich ganz gut, ne? Oh, ich habe keinen Schlüssel. Nein, wird es daran jetzt scheitern? Boah, aber No-Hit, das Durchspielen ist so krass einfach nur. Weißt, wisst ihr, es gibt... Am Anfang gab es mal ein Achievement. Die ersten zwei Ebenen No-Hit schaffen. Und hier musst du jetzt das, du musst das ganze Spiel No-Hit machen. Außer du hast jetzt so eine Kombi wie zum Beispiel Holy Card, Blank Card und irgendwie noch Battery Items, die dir damit dabei helfen, dass du halt sehr oft die Holy Card planken kannst. Ne? Aber das ist ja ultra hart. Ist ja echt ultra hart. Ja, auch geil, dass es extra dazu schreiben, ne? So richtig Arschlöcher. Richtig geil. No Mantle. Pech gehabt, Boys. Und Girls natürlich, die das auch spielen. Will noch einen Schlüssel haben. Will noch in den Itemraum. What? Okay. Gut. Hä, warum? Achso, ich muss laden. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie Brimstone funktioniert. Nein, auch nichts. Hä? Ich hab gedacht, ich hab keinen Holy Mantle. Ach, weil ich die Blank Card... Ach so, weil ich die Holy Card gezogen habe. Dann ist das nicht nur für diesen Raum, sondern die Holy Card ist ein bisschen gebufft worden. Und die Holy Card macht, dass das nächste Mal, wenn ich getroffen werde. Ah, okay. Verstanden. Früher war das immer nur für den Raum, in dem du bist. Ne? Okay. Das eröffnet dann natürlich ganz andere Möglichkeiten. Es wird aber wahrscheinlich so ein Holy Card Forever Dings. Kommt halt darauf an, was sie für Items drin gelassen haben. Wenn die Holy... Oh, da wäre ich fast. Aber ich habe die Holy Card. Brockt. Müsste passen. Da ist der Schlüssel. Oh nein, mein Brimstone. Das kann er. Das ist er. Ist der. Das ist eine Steckdose mit die zwei Beine sind die Kabel. 120 Volt, Zap. This item will fire electricity at nearby enemies, dealing roughly 35 of your tier damage rapidly. Can chain onto other nearby enemies. Okay, aber von wo aus?
Bin ich jetzt mal gespannt. Wenn mir jemand nahe kommt oder was? Oh ja. Melee. Ah, wir haben schon wieder 10 Luck ab. Und ein Cube. Oh, Devil Lilia nicht mitgenommen. Der macht schon Spaß auf der Char, muss man sagen. Okay, wir gönnen. Okay, das war's. Bobby's down. Das erste Mal für heute Abend übrigens. Nur einmal gestorben am ganzen Abend. Weltklasse, ne? So. Das war klar. Ja, natürlich. Ich habe ja nur ein bisschen gegambelt jetzt auch mit dem Trinket. Das ist kein Trinket mit dem Item. Das Item ist aber nice. Ja, das macht gut Schaden, aber ist halt nur in Melee-Range. Willst du machen. Yo. Easy peasy lemon squeezy. Das hat Fun gemacht. Wir haben sehr viel freigeschaltet. Und wichtig ist mir der Lost, ne? Das hätte ich nicht gedacht, dass ich den First Try so weit schaffe. Ja, und jetzt bin ich im Bett. Ich muss morgen, wie gesagt, ins Büro. Lange arbeiten bis 18 Uhr, 17, 18 Uhr. Dann noch ein bisschen Sport machen. Und danach komme ich wieder online. Ja, nachdem ich meinen Kindern kurz Hallo und Gute Nacht gesagt habe, komme ich wieder online. Alles klar. Vielen Dank fürs Zuschauen, für den Support, für die Subscription, für den Follow. Für die Follows, für die Donation. Love you und bis morgen vielleicht. So sieht's aus. Hat Spaß gemacht heute. Und wir werden das Spiel noch viele Stunden spielen. Gute Nacht. Love gut. Und danke für den Support. Tschüss.